Hallo und herzlich willkommen zu Tornado Stream. Wir spielen heute World War II, aber gleich vorweg, ich musste leider sagen, ich habe meinen Rechner neu gemacht. Oh scheiße, das war ein bisschen laut. Hab meinen Rechner neu gemacht und da hat vorne und hinten stimmt noch nichts. Und zwar in dem Video, was ich euch jetzt zeige, da fehlt die Facecam. Die Voice ist scheiße eingestellt. Die Filter sind alle verkehrt. Ach, was soll's. Ich zeige euch das aber trotzdem. Ich wünsche euch viel Spaß. Gönnt euch einfach mal eine Stunde COD World War II. Los. Heute spielen wir World War II Call of Duty und wir sind irgendwo in der Kampagne und ich habe jetzt keine Ahnung, wir werden einfach mal starten. Ich hoffe, dass hier mit den Zaun funktioniert. Und erstmal rein. So, Kampagne. Gehen wir mal rein. Ich habe schon ein bisschen gespielt, aber ich dachte mir, warum mache ich nicht mal ein Video drüber? So, zur Aufklärung. Wir sind am Anfang, sind wir über die Normandie gekommen, das haben wir auch überlebt. Haben uns dann weiter rein ins Reich, die Festung, haben uns immer weiter vorgeschlagen. Und jetzt befinden wir uns, wo befinden wir uns? Kollateralschaden. Und da werden wir jetzt weitermachen und mal gucken. Es kann aber auch sein, dass ich einmal kurz abbreche, um nochmal den Sound zu kalibrieren. Den Spielsound, weil ich vielleicht, weil es vielleicht zu laut ist oder zu leise. Also egal, Rinder. Oktober, wir sind in Aachen. Die Krautfresser kämpfen wie die Teufel, denn die Alliierten sind zum ersten Mal in eine ihrer Städte eingefallen. Aber nicht zum letzten. Okay, nicht zum letzten. Wie würde Indiana Jones sagen? Dann lasst uns fortfahren. Wir werden jetzt starten, die Kampagne. Nenn mich nicht nochmal Junior-Vater. Spiel fortsetzen. Auf natürlich auf Hardcore, auf den schwierigsten Schwierigkeitsgrad, den es so gibt. Nein, Spaß. Daniels, was sehen Sie? Der Himmel ist durch. Unsere Bomber sind wohl fertig. Machen Sie Sightseeing, Private? Was gaffen Sie denn da an? Ich sehe das Hotel. Keine Truppen auf dem Balkon. Ich sehe auch sonst nirgends irgendwen. Sie sind bestimmt drin. Sie werden sich verschanzt haben. Okay. Sie setzen alles auf diesen Ort. Dann sollten wir ohne allzu viel Widerstand herankommen können. Lass, guck mal. Sie war gleich in der Action drin. Ich wusste gar nicht, dass ich hier gespeichert habe. Ist das zu laut? Mal auf den Soundpegel gucken. Wo kam der her? Ach, da unten, links meine Energieleiste. Ich muss ja hier, das ist ja nicht das übliche COD. Hier muss ich halt die Energie selber aufladen. So, jetzt erstmal hier eine Spritze geben. Was ist er denn? Ah, da. Oh, oh, da oben. Oh. Wir kämpfen uns hier durch, wir lassen uns nicht unterkriegen. Attacke! Ah. Nein, keine Muni. Der Panzerfaust? Aber keine Muni. Gucken, ob wir hier irgendwas finden. Boah. Ich glaube doch ein bisschen vom Soundpegel gerade da war. Ist das besser? Ja, gucken wir mal. Oh, die PS4 fängt an zu jodeln. Da. Oh. Oh, das ist ein eigener Mann. Aufpassen, Turner. Ich will Turner nicht umbringen. Alles fest. Ja, ja, Roger, Roger, weiter. Das Hotel ist gleich da drüben. Ruhig bleiben, bis wir sie angreifen. Okay, Bewegung. Treppen runter. Der Laster versperrt uns den Weg. Wir schieben ihn. Aiello, die Bremse lösen und lenken. Alle anderen, Rücken ran und schieben. Verstanden. Okay, verstanden. Okay, verstanden, ran hier, wir schieben. Daniels, brauche Hilfe. Ja, ja, ich schieb ja schon. Ich wusste gar nicht, dass der ach, so schwer ist. Breit machen. Okay, Bewegung! Okay. Bereit machen, Jungs. Sichern Sie das Hotel. Daniels, noch eine Mauer. Sprengen Sie sie. Schaltet sie alle aus, klar. Womit? Ah. Er muss die Bazooka einsetzen. Wenn ich eine hätte. Machen Sie den Weg frei, erstmal mache ich mich gesund. Ja, ja, da ist die Bazooka, alles klar. Weg da. Los, weg da. Lasst mich mal einschlüsseln. Boom, Schakalaka. Wir müssen das Foyer sichern. Saspin nach rechts, Aiello nach links mit mir. Stiles, erster Stock mit mir. Alles klar, bestätigt.
Möglichkeit würde da gar nichts mehr sein. Oh. Nein. Ja, den hinteren Korridor erreichen. Ich verstecke mich schon mal hinter der und bin tot. Ach, ich habe wieder vergessen die Energie. Ja, das vergesse ich immer, verdammt. Ich denke nicht dran, also stimmt, man muss ja hier, muss man an die Energie selber denken. Was ist das? Das ist ein typischer halt COD-Teil. Ist kein typischer, meine ich, also. So, erstmal hier, bevor es losgeht, erstmal eine Energie reinziehen. Jo. Jo, Männer. Geht hoch. Move, overhead. Oh, Alter. Knallhart abgeschossen. Ich bin oben. Oh. Soll ich den hauen mit dem Gewehr? Nein, mit mir. Hier, nimm eine Granate. Ich sehe nichts. Ist dunkel. Los. Ihr wartet mal. Einstellung. Steuerung. Controllerbelegung. Ja. Sichtumkehr, ja. Controller-Vibration, Zielhilfe, die deaktiviert auf jeden Fall Controller-Vibration, mache ich aus. Das stört mich. Das verreißt doch ein bisschen so das Aim, das ist total beschissen. Übrigens nur mal so am Rand, ihr könnt den Controller bei dem PS4 Pro Controller, wenn ihr den per Kabel steuern wollt, müsst ihr das vorher irgendwie, könnt ihr das einstellen. Und zwar, wenn der übers Kabel kommuniziert, also nicht übers Bluetooth, dann habt ihr eine genauere Eingabe. Also dann ist das Zielen genauer. Weil wenn das nicht eingestellt ist, dann kommuniziert ihr, obwohl das Ladekabel drin ist, trotzdem noch übers Bluetooth. Also würde ich das deaktivieren und auf die Kabelkommunikation umswitchen, weil das ist eindeutig. Auch online, ich habe bei Online-Gefechten gemerkt, dass es deutlich besser ist. Aber nicht viel Quatsch, weiter hier in der Kampagne. Oh, Muni. So, wo muss ich denn hin jetzt? Oh, aufpassen. Mich auch mal wieder heilen. Geht nicht, da ist eine Wand. Ey, du gehst auch vor die Hunde. Ja, so ein bisschen bescheuerte Kapier. Okay. Den hau ich. Nein, ich heile mich. Du wirst mich nicht umbringen. Und Foyer gesichert. Was? Ich brauche mal ein bisschen Muni. Ja? Hab ich nicht. Oh, liegt denn hier? Schön. Oh. FG42. MP40. Ey, boah, ist das dunkel hier. Ja? Versteck dich doch da selber, du Schwuchtel. Entschuldigung für dieses Wort. Scheiße, das ist mich schon wieder rausgerutscht. Die Tür, denn jetzt! Etwas Munition, Daniels. Das wird wieder mein Vater sauer sein, weil ich so ein scheiß Wort gesagt habe, ey. Mann, ja, ich trete ja die Tür ein. Licht an. Was hat der gesagt? Klingt wie ein Kind.
Oh nein, noch hat jemand Schokolade? Ja, Sir. Ihr seid sicher hungrig. Jo. Na los, nehmt sie. Anna! Wow, wow, wow! Sind alle tinnerlich. Scheiße. Ein paar hundert Meter entfernt war dieser Laster. Wir fahren ihn her und bringen sie alle raus. Bei allem nötigen Respekt. Unsere Mission lautet, das Hotel zu sichern. Sagen Sie, wir haben Verwundete. Okay. Die werden es nicht schaffen. Ich flehe Sie Wir an. Haben eine Mission. Lassen Sie mich das mal machen. Keine Angst, alles wird gut. Sie übernehmen? Wann haben Sie mich im Rang überholt? Gar nicht. Okay, wir bringen die Leute hier raus. Daniels, Aiello, Sie holen den Laster und treffen uns an der Westseite des Hotels. Bewegung! Oh Mann. Ich frag mich, was Sie sonst noch so vorhaben, Herr Sassman. Lassen Sie mich in Ruhe, Sarge. Na, auf keinen Fall, Private, auf keinen Fall. Als ich die Chance hätte, nach Miami zu fliegen, hätte ich sie mal nutzen sollen. Okay, los. Wo lang? Seit wann versteht sich Sassman so gut mit Deutschen? Was Sassman uns bisher wohl verschwiegen hat, ist seine deutsch-jüdische Familie. Wir haben wohl alle unsere Dinge. Unfassbar, dass wir uns um ein paar Deutsche kümmern. Sie haben ein Kind dabei. Und auch alte Menschen. Wir können nicht Leben retten. Das sind Zivilisten. Wir bringen sie in Sicherheit. Nichts anderes. Ach so. Ja, ja. Ist ja albern. Die sind hier voll so in Deckung, als ob hier gerade voll das Gefecht ist. Also, naja. Raus hier? Boah. Hell, ich bin geblendet. Okay, braucht nur eine Minute, um ihn zu starten. Okay, gebe Deckung. Startet der den jetzt oder was? Wie ist das da? Hä? Ach nö. Ich stehe hier echt wie Kanonenfutter. Hier, wir sind da. So. Entschuldigung, ich muss immer wieder mal ein bisschen auf den Sound gucken. Oh! In der Art gesessen. Fall? Da? Ah. Ja, ja. Kommt, wir brauchen nicht überreden über diese blöden Energielast jetzt, oder? Wir kommen gleich voll machen. Komm erstmal zu dir. Ah, ich verstehe. Bam! Rotzt das Haus weg. Nein. Panzerschreck, ich komme. Hier die Kackwaffe. Jetzt mal hier schön. Ich könnte doch mich hier verstecken, oder? Ja, das ist doch gut aus dieser Position. Was ist da los? Huiuiui. Wartet mal eine Sekunde. Muss man hier was machen? Ein Greenscreen fängt an zu leiden. Bin leer geschossen! Lade nach! Ist das besser? Ah. Sorry, dass ich hier mal unterbrechen musste. Oh mein. Ah. Los hier. Oh. Lade dich auf! Mach hin! So, den habe ich. Ja, die haben jetzt die Hosen voll.
Immer dieses Rumgegröle, Leute. So, gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ja, ja. Ich muss erstmal hier rum. Auf den Laster! Sofort! Ja, ja. Oh, jetzt kommt wieder so eine. Du hast es geschafft! Danke für die Deckung! Ich glaube, die formieren sich auf der Nordseite neu. Arcade-Sache wieder hier, dass ich während der Fahrt irgendwo hinschießen muss. So riskant. Sie dürfen nicht ins Kreuzfeuer geraten. Dafür ist es zu spät. Beeilung. Pearson hat recht, Daniels. Wir haben keine Zeit, uns um diese Leute zu kümmern. Das sind Zivilisten. Sie brauchen unsere Hilfe. Durchfahren und auf der Straße fahren. Ja, Sergeant. Okay, bringen Sie die Zivilisten also, hier raus. Schade, ich kann nur nach links und rechts gucken. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen so hoch gucken, so. Bewegung, Bewegung, Bewegung. So, wir müssen hier weg. Verstärkung sind auf dem Weg. Noch ein bisschen weiter. Weg. Wir haben keine Anna? Zeit. Anna? Halt, wo willst du hin? Meine Schwester, ich muss... Was jetzt wieder? Sie glaubt, dass ihre Schwester in den Keller gerannt ist. Dann muss sie dort bleiben, wir müssen diese Leute hier rausbringen. Na los. Lieutenant, lassen Sie mich gehen. Niemand geht. Sie haben 2 Minuten. Ich gehe mit dir. Nein, nur Daniels. Das ist zu gefährlich. Alle anderen sichern mit mir den Umkreis. Ja, Sir. Kommen Sie schnell zurück. Mach ich, Sir. Mikro ein bisschen mal rumschieben hier. So. Suchen Sie das Mädchen, Daniel. Machen wir mal so ein bisschen. Vielleicht besser. Wir haben keine Zeit. Jo. Ja, ich suche. Ich gehe da jetzt rein. Daniel, in den Keller und nach dir suchen. Ja, ja. Mann, nee, damit kann ich nicht arbeiten. Da kommt doch bestimmt einer. Scheiße! Oh, aua. So, was weg? Links? Rechts? Oh, 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 oh. Ach, nein, ein Messer. Ach, Scheiße. Zack. Zack. Und zu damit! Hab ich getroffen? Hat mich jetzt erwischt, oder was? Hä? Wie geht's denn hier fallen? Achso. Scheiße! Ich muss Anna finden. Krass, Alter. Muss hier irgendwo sein. Auf hier. Wir haben nicht viel Zeit, die warten mit dem Laster da draußen, Mann. Ah, kein Kind. Gibt's ja nicht viele Möglichkeiten mehr. Ich muss mich umblicken. Was ist denn hier? Anna, bist du hier? Ich hoffe, sie ist nicht nach oben gegangen. Na, hoffentlich. Na, hoffentlich nicht. Weil sonst wird sie den Deutschen in die Hände fallen. Und das wäre ihr fatales Ende. Jetzt aber. Hui. Hey, Kleine. Komm. Komm mit mir. Zu deiner Schwester. Ich hab Kasper gefunden. Gut, dann zeig ihn her. Komm her. Du kannst nicht. So eine Schleichmission. So hat mit Kindern immer. Ist immer besonders pervers. Der hat mich gesehen. Ich rufe hier rüber einfach. Ich hab dich. Krass, jetzt muss ich mich hier wirklich rausschalten. Hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. Lauf da durch. Boah, ich hab Glück. Ich hab so Glück. Oh,
Ja, ich komme hier raus. Nein. Ja. Guck woanders hin, du Typ. Ich ergebe mich! Sie wurden gefangen genommen. Was soll das? Du wirst wieder raufkommen! Hier, ja, dich rein musst. Scheiße! Mann, nein, komm, nimm den damit. Fuß doch mal weg so! Ah. Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Okay. Bewegung! Verstanden! Nein, der sieht die Scheiße auch noch. Ach. Tritt gegen die Tür, Alter. Tritt gegen die Tür. Wir werden angegriffen! Jawohl! Okay. Ich stand jetzt so kurz davor, ich hätte gegen die Tür volle Pulle getreten. Also richtig doll, damit der umgefallen wäre. Du musst nur noch einen kleinen Moment lang tapfer sein. Bring uns hier raus. Ja, 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 wir rennen ja schon hoch, ja. Ich bringe uns hier raus. Wo kommen die alle her? Dadurch schaffen wir es nicht. Wir müssen in Bewegung bleiben. Du wirst es schaffen. Oh. Ich hab dich, Anna! Wir sehen, die trifft echt. Nein! Nicht schießen! Nicht schießen! Hände hoch! Achso, ich hab gedacht, jetzt könnte ich sie austricksen und dann nenne ich einfach an sie vorbeirennen, weißt du? Du musst nur noch einen kleinen Moment lang tapfer sein. Bring uns hier raus! Ja, ich will hier raus. Ich auch. Bin ich nicht aus Spaß? Ich bringe uns hier raus. Wo kommen die alle her? Wir müssen in Bewegung bleiben. Ich bin hier. Alles gut. Bam. Dadurch schaffen wir es nicht. Gegen wen kämpfen wir eigentlich? So ich sehe gar nicht, wo unsere Leute sind. Egal, wir gehen hier rum. Mal sehen, vielleicht ist es besser auf der anderen Seite rum. Keine Sorge. Ja, auch so einer. Verdammt. Muss irgendwie einen anderen du Weg geben. Du wirst es schaffen. Muss irgendwie einen anderen Weg geben. Ich will raus hier. Ja, ich auch. Gehen die vielleicht weg irgendwie da mal? Da geht's nicht lang. Wo könnte es denn lang gehen? Ah, da. Da ist ein Raum. Jetzt, aus hier, raus. Wir haben es fast geschafft. So, wir sind da. Da ist er, ja. LKW. So, Männer, hier, ich hab die Kleine. Anna! Danke. Kein Problem. Sie kommen nicht zurück. Ab hier kommen Sie alleine klar. Gehen wir. Wir eskortieren Sie. Das ist ein Befehl. Pearson hat recht, Sir. Wenn wir Sie begleiten, werden Sie vielleicht beschossen. Ziemlich riskant. Private Sussman, wir sichern diese Straße und bringen Sie dann raus. Verstanden? Verstanden, Sir. Ich glaube nur, dass Sie alleine sicherer wären. Und wenn wir den Deutschen das Hotel überlassen, ist das eine Gefahr für alle Trupps, die hier durch wollen. Das ist nicht Kasserin. Jo. Wir haben die Oberhand. Ab auf den Truck mit Ihnen. Ihre Entscheidung. Verteidigungspositionen! Schon wieder dieses Gemetzel immer. Ja. Dreckstöne. Kommt noch einer? Ich muss mich wieder heilen.
Ich darf das nicht vergessen. Aufnehmen das Medikit. Weg mit dir. Nee, Jungs, also so hier nicht, Alter. Oh ja. Dieser Sound ist richtig geil, wenn diese Metallspange so abklitscht, so kling. Krasses Teil schon. Nicht, dass ich brenne. Gesichert? Gut. Geht's allen gut? Alle vollzählig. Ja. Ich denke noch, alle Beine und Arme sind dran. Erstmal wieder was zu mir nehmen. Und rufes Training. Kann einer von Ihnen einen Laster fahren? Wir brauchen einen Fahrer. Ja, ich kann fahren. Dann los. Achtung! Boah. Alter, wie das leckte gerade. Sie haben den Truck beschossen. Ach, die Mutter hat's erwischt. Sie ist tot. Gehen wir! Los! Was soll das werden? Ich befolge Befehle. Alle mal zurück zum Hotel. Los, los, los! Hey, wir können nichts mehr tun. Wenn es so ist, dann ist es so. Befehl ist Befehl. Puh, Alter, schwer. Wir haben Aachen gesichert, einen westlichen Korridor zum Rhein geöffnet. Aber die Kluft zwischen Turner und Pearson wird größer. Und nicht nur unsere Leben hängen davon ab. Okay, fortfahren. Mann. So. Okay, wie sieht's denn jetzt hier aus? Todesfabrik? Machen wir es oder machen wir es nicht? Ich denke mal, die Todesfabrik mal. Oh, wollen wir rennen? Ja, Mission Schaden. Ihr Hauptziel war das verdammte Hotel, nicht irgendwelche Zivilisten. Wer sagte, das sei ein Rettungseinsatz? Wir dachten, die Zeit reicht schon. Soweit ich weiß, hat Turner hier das Sagen, nicht Sie. Gibt er jetzt die Befehle? Nein, Sir, das geht auf mich. Nur auf mich. Wir beide sind schuld. Gut, aber das Letzte, über das ich mir den Kopf zerbrechen sollte, ist, ob zwei meiner besten Männer Befehlen folgen, wenn wir kurz vor der größten Operation des gesamten Kriegs stehen. Denken Sie daran, dies ist die Speerspitze unseres Vormarsches zum Rhein. Wir müssen einen ganzen Wald sichern, damit der Konvoi durchkommt. Von jetzt an akzeptiere ich nur noch Höchstleistung. Machen Sie Ihre ungehorsamen Ärsche abmarschbereit. Sir, ja, wo ist er? Mit ganz viel Zucker oben drauf. Den Wichser. 3 Wochen sind vergangen. Wir sind jetzt im Hürtgenwald und sichern ihn für den Konvoi zum Rhein. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich erst jetzt einen Brief öffne. Wenn's aus ist, wir sind für dich da, Kumpel. Ich hab dich gewarnt. Streber, lass ihn reden. Sie ist schwanger. Wow! Oh. Hey! Mein Beileid. Sieh an! Daniels wird schon bald zum Daddy. Sie wollte es mir sagen, aber ich war nicht bereit dafür. Okay. Ich hol mir noch einen Kaffee. Kommt schon, ihr Spinner, lasst ihn durchatmen. Aber ich will keinen Kaffee. Ich denke doch. Ich bin im 5. Monat und habe eine Hoffnung, die man nicht beschreiben kann. Tut mir leid, ich konnte es dir nicht am Tag vor deiner Abreise erzählen. Na super. Jetzt ist er da voll im Krieg drin und kriegt so eine Information. Davis hält eine Rede. Komm schon. Och. Auf dem Weg. Ich hab keinen Bock jetzt hier drauf. Auf so eine Rede da. Mann. Todesfabrik. Der Hürtgenwald ist düster und nahezu undurchdringbar. Unsere Mission ist das Einnehmen von Hügel 493. Wer den Hügel hält, kontrolliert das Tal.
Für unbedeutende Männer mag diese Aufgabe unschaffbar erscheinen. Doch unsere Division hat eine überaus stolze Geschichte. Im Ersten Weltkrieg haben wir als Erste einen deutschen Angriff aufgehalten. Als Erste einen Gegenangriff gestartet. Als Erste den Rhein überquert. Nichts hat uns aufgehalten und nichts wird dies je tun. Lieutenant, sagen Sie ihnen, wofür wir stehen. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ich kann Sie nicht hören. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ganz genau. Bereit machen zum Ausrücken. Na dann, lasst uns loslegen. Die Pflicht zuerst. Ja, Call of Duty. Genau, Amen, die Pflicht ruft. Ausrücken in 5. Oh, was hat denn der da leckert? Hey Daniels, kannst du mir einen Gefallen tun und Willis was zu essen bringen? Er bewacht die Umgebung. Wie jetzt? Wirklich? Mache ich. Hier, kannst du mal ein bisschen hier Rind schütten? Bro? Das sieht ja komisch aus. Wo ist er denn? Ich habe hier eine Pizza. Pizza, Pizza. Heiß und matschig. Ja, hallo. Wo ist er denn? Sag mal. Pizza. Pizza, heiß und matschig. Vorsicht, hier kommt was Heißes von hinten. Hey. Hey, Soldat. Hast du vielleicht Bock auf eine Pizza? Ein Gruß aus der Küche. Nur das Beste, was? Ja, natürlich. Wie sieht's aus? Pizza. Sie doch selbst. Okay. Geh mal her, hier, Fernröhrchen. Diese Kanonen lassen nicht nach. Das hört nicht auf. Ich habe gehört, ihr greift sie heute an. Das ist der Plan. Viel Glück da draußen. Danke. Danke. Ja. Na, dann wollen wir mal zurücklaufen. Pizza! Pizza, heiß und matschig! Okay. Okay, unser Ziel ist die Zerstörung der Artillerie auf dem Hügel, damit wir den Wald halten können. Zuerst stoßen wir zum zweiten Platoon am Fluss, dann rücken wir aus. Ja, aber immer noch, man sieht keine Beine, wa? Also eigentlich hätte ich jetzt so ein bisschen mehr gedacht, mal, dass man auch Beine sieht. Wir helfen ihm bei der Sicherung. Da ist er! Davis hat den größten gepanzerten Konvoi zusammengestellt, den es okay. Je gab. Wenn sich die Krauts deswegen nicht in die Hose machen, weiß ich auch nicht. Es ist immer noch eine lange Fahrt zum Rhein. Deshalb müssen wir diese Kanonen ausschalten und sie am Leben halten. Weiß gar nicht, in was nehmen wir eigentlich hier auf, Alter? Denn der Todesfabrik. Also wenn es hier nicht gleich nochmal so eine Schießboden-Action gibt, dann weiß ich auch nicht mehr meine Leben. Haben wir denn hier? Kann meine Oma machen. Was für eine schöne Vorstellung. Alle Mann zu mir! Max, okay. Wie kommen Sie zurecht? Die Schweine greifen uns dauernd an. Die nächste Welle kann jeden Moment kommen. Okay, erstes Platoon, helfen wir diesen Jungs. Vorrücken, die Front zurückerobern. Verteidigungslinie einrichten. Die Minen aufnehmen und MGs bereit machen. Barclay, Huber, zur Brücke vorrücken und Bescheid geben, wenn ihr Bewegung seht. Wir müssen diese Verteidigung stärken. Minen platzieren. Sir, ich dachte, wir greifen die Artillerie Daniel, auf hier rüber. Wir können unsere Linie nicht ungeschützt lassen. Wir rücken zum Sammelpunkt vor, sobald die Brücke gesichert ist. Wenn ich mir die Krater hier ansehe, wird das nicht lassen. Jetzt los. Wird auch nicht für die leichten Aufgaben hier freisetzen. Daniel, zurückkommen! Moment, ey. Okay. Moment, wir machen das mal anders. Ich mach mal kurz hier, das anders. Ich möchte mal einen anderen Kopfhörer benutzen, der nervt mich gerade ein bisschen. Also jetzt nicht wundern. Und außerdem... Oh, verdammt. Ich möchte mal einen anderen Kopfhörer benutzen. Ich finde einfach, jetzt fürs Spielen finde ich den besser. Entschuldigung, nochmal hier aufmachen. Also... Mal hören. Mal dieses Rumfummeln hier, Leute. Entschuldigung, dass ich jetzt hier so rumfummeln muss, aber geht nicht anders. Wir müssen diese Verteidigung stärken. Minen platzieren. Sir, ich dachte, wir greifen die Artillerie auf Hügel 4 und 3 an. Wir können unsere Linie nicht unterstützt lassen. Ok.
Okay, das geht jetzt viel besser. Also machen wir einfach weiter. Dennoch habe ich ja den Spielsound und alles. Okay, los. Ja, spielt sich schon wesentlich entspannter. Dass ich halt jetzt die andere Soundquelle benutze, die zweite. Na, dann wollen wir loslegen. Und uns in die Todesfabrik reinschmeißen. Da ist doch einer hier, oder? Nein, Feuer auf Verbündete, ich Vollidiot. Das macht man doch nicht. So. Warte, habe ich die Regierung hier? Ja, rechts. Jo. Wie stimmt immer. So, jetzt stimmt's. So. Jetzt sind wir auf den Hügel. Nein, zurück zur Mission. Mine platzieren. Aber was für eine Mine? Habe ich eine? Ach, einer meiner Leute hat da bestimmt hier irgendwas, oder? Achso. Na, kommt. Aufpassen, nicht, dass das Ding zu heiß wird. So, jetzt kriegt er mal volle Möhre zurück, links. Durchlaufen. Alter, ist das eine Metzel? Der Feind verbirgt seine Bewegungen. Jetzt los? Ach, die Mine hätte ich mir auch schenken können, wa? Mist. Oh, 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 oh. Was ist denn jetzt hier los hier, Bro? Komm, ich helfe dir. Du wirst es schaffen. Komm. Komm, ich rette dich. Hinter. Halte durch, Kumpel. Uiuiui. Das ist wirklich jetzt hier gerade wieder schießbodenmäßig. Wo? Wahnsinn. Was ist er denn? Muss ran an die Kiste. Oh. Oh. Jetzt habe ich dich. Ich habe dich. Ich habe dich. Ich habe dich. Noch einmal muss ich ihn treffen. Ich habe keine Muni. Gebe ich dir den Rest du Ding. Ah,
Ja. Den. Und jetzt? Auf meine Energie achten muss ich. Warte mal, gucken. Muss auch immer auf meine Energie achten. Ich darf nicht einfach irgendwie hier. Sammeln Sie sich bei Turner. Okay. Sammeln! Ich bin unterwegs! Ja, ja, wir sind auf dem Weg. Oh, jetzt wieder Filmsequenz, jetzt ruckelt es wieder. Komisch, also zwischen den Spielszenen und den Filmsequenzen ist das extrem diese Ruckelei. Da geht ja in den Filmsequenzen bis auf 24 Bilder runter. Mindestens. Wenn das mal reicht. Wir sehen uns. Ja, sei vorsichtig da draußen. Du auch. Was haben die jetzt gelabert? Hoffentlich war es eine gute Idee, uns aufzuteilen. Also mit euch, ja. Zum Sammelpunkt, Sir. Es ist nicht mehr weit bis zum Fuß von Hügel 493. Wir müssen nur den Fluss. Geh mal ein bisschen Muni hier rüber. Danke. Oh. Wir müssen sie ausschalten, aber wir sind in der Unterzahl. Ja. Wie ihre Flanken. Sie dürfen uns nicht sehen. Unten bleiben. Hol dir voraus. Ja, ich höre euch. Zack, die Bohne direkt in auf die Mütze gekriegt gleich. Okay, dann jetzt. Auf ihr Zeichen. Was für ein Zeichen? Nein. Sehr schlecht. Das war ja noch mal knapper. Boom. Geil ist, dass man so eine Zeitlupe-Animation hat. So Zeitlupe Bullet Time. Na, wer hat geblitzt? Oh, ist vorbei. Ich hab ihn. Wenn das einer. Boom. Scopen oder was? So. Oh, Scheiße! Hä, was denn jetzt? Oh, 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 oh. Was war denn das? Jetzt hier Opfer von so einem Bombenangriff. Alter Schwede. Den Hügel rauf. Mich hat's erwischt. Jetzt los. Steh auf, Red. Ich kenne dich besser als sonst jemand, daher weiß ich, dass du noch Kraft hast. Du kannst nicht aufgeben. Nicht jetzt oder überhaupt. Hall? Die Deutschen sind gleich hier. Zeig mir, was du drauf hast und steh auf. Los! Ich schaffe es nicht. Musst du aber, Red. Hazel braucht dich und dein Kind auch. Jetzt steh auf. Okay. Ganz genau. Du warst nie jemand, der aufgibt. Ich glaub an dich, kleiner Bruder. Paul! Paul! Wir sehen uns daheim, kleiner Bruder. Okay.
Oh shit. Und jetzt? Oh. Ich muss den Sammelpunkt finden. Okay. Wo ist der Sammelpunkt? Da. Oh, ein Auto drunter gekrochen. Oh mein Gott. Erstmal schön wieder versorgen. Was ist hier los? Krieg ich dich da runter? Nee. Oh. Keine Köter hier. Wo? Das brauchen wir jetzt nicht, ganz ehrlich. Wir brauchen jetzt hier keinen Stress mit irgendwelchen Deutschen. Also werden wir uns hier schön gediegen durchschleichen. Oh, hier sind diese Steine. Diese Verteidigungssteine, die da sind. Da müssen wir... Ah, noch 60 Meter. Nein! Oh, oh, oh. Böse Falle. Und ich kann nichts machen, ey. Eklig. Oh, oh, oh. Dreist. Gewinnt. Egal, ich will hier durch, Alter, nur. Wo muss ich denn? Wie es schafft jetzt? War doch gut. Hab ich doch gut gelöst, das Problem. Einfach durchgerannt. Verstanden, Sir. Dachte, jetzt gibt's hier so ein Gemetzel und ich komme da einfach so easy durch, Mann. Hab da einfach ein, zwei Innen auf die Fresse geholt, Judas. Okay. Okay. Wieder ernst? Wo ist der Gegner? Nein, weiter. Okay, ich klipp dir an deinen Hacken. Sieht so runtergekommen aus, um Schutz zu bieten. Wurde vermutlich aufgegeben. Ob sie wohl zurückkommen? Hoffentlich nicht in naher Zukunft. Sie da draußen unsere Jungs gesehen? Nein, Sir. Hoffentlich haben sie es bis zum Sammelpunkt geschafft. Ich habe da draußen rein gar nichts gesehen. Hören Sie. Der Fluss muss ganz in der Nähe sein. Ich hoffe, unsere Jungs haben Schutz vor der Artillerie gefunden. Wir werden ihnen helfen. Keine Sorge. Und dann diese Kanone. Na toll. Er hat mich erschrocken und weg. Ich hab mir gerade gefragt, was ist denn das für eine Scheiße? Okay. Keine Chance. Schon wieder? Okay. Einen von uns. Flanken überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. So, hilft mir noch jemand! Durchhalten! Wir schnappen ihn uns! Wir müssen uns beeilen! Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann nicht gehen! Versuchen wir ihn von hier aus zu überraschen! So, hilft mir noch jemand! Sie kümmern sich um ihn! Er ist nicht allein. Hm, er wurde abgeknallt. Ah. Ja, mal ein bisschen mit drin hauen.
sehen, ob hier einer ist. Oh, du Sau, Alter. Wag's dir nochmal. Okay. Kein Problem. Was haben wir denn hier, Schönert? Nehmen wir noch mit. Und irgendwie? Bin ich jetzt ein bisschen? Ups, aua. Bein gebrochen. Das Reich ist gesichert, aber dieser Soldat hätte nicht sterben müssen. Bewegung. Der Sammelpunkt ist in der Nähe. Hoffentlich haben unsere Jungs ihn heil erreicht. Ja, bestimmt hätte ich den retten können, aber ich war so beschissen und hab den nicht mal beachtet. Okay. Okay. Deutscher in Bewegung. Na, dich habe ich fast gekriegt. Malta, weg ist da der Helm. Verstanden, Sir. Dich habe ich. Weiß gar nicht, ob. Da im Haus. Oh. Boom, wie der Helm wegfliegt. Bewegung! Ah. Zwischen den Beinen. Gib mir mal ein bisschen Muni. Danke. Sind so doof, die Typen. Ey, was sind das für ein Idiot? Ey, da renne ich ja wirklich gerade durch. Oh, oh, oh. Ein bisschen hin und her rushen. Guck mal, wie doof die KI ist. Das war der letzte von ihnen. Gut gemacht, Daniels. An der Brücke sammeln, Männer. Wir besetzen die Mühle als Stützpunkt. Wenn Pearson hier eintrifft, rücken wir zum Sammelpunkt vor. Okay. Bin auf dem Weg, Sir. Oh. Jetzt hat's mich auch mal erwischt. Das ist, wenn man zu ungeduldig ist. Wie, jetzt alle nochmal neu? Bewegung!
erwischt. So. Ups. Nimm das! Da rüber! Na, das kriegen wir doch locker hin hier. Das ist doch ein Kinderspiel, oder? Steht da noch, oder? Wie viel haben wir noch am Muni? 12 Kugeln. Einfach umgeboxt hier. Gemacht, Daniels. An der Brücke sammeln, Männer. Wir besetzen die Mühle als Stützpunkt. Wenn Pearson hier eintrifft, rücken wir zum Sammelpunkt vor. Bin auf dem Weg, das ist der Scharfschütze, der mir gerade zum Verhängnis geworden ist. Okay. Hab den. Sind noch mehr von den Typen da? Na komm. Kontakt, 1 Uhr. Weg, 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 weg. Werfe eine Granate! Wir gehen auf Verdeckung, wir sind ungeschützt. Krieg ich die nicht? Wird es ein bisschen hier knifflig. Jetzt müssen wir ganz schön kämpfen, wa? Energie. Mist. Haben wir? Gut. Puh. Sammeln sie sich bei Turner wieder. Okay. Wir halten die Position, bis Pearson kommt und stürmen den Hügel gemeinsam. Okay. Vielleicht hat er die Mühle umgangen und ist alleine. Trophäe. Er hat Todesfabrik. Nicht genug Männer. Das hat ihn noch nie aufgehalten. Ich sagte, wir warten hier. Und genau das werden wir tun. Ja. Bei allem Respekt, Sir. Was, wenn Stiles recht hat und Pearson vorgegangen ist? Ist das mein Problem, Daniels? Ich habe da so ein Bauchgefühl. Wenn ich mich nach Ihrem Bauch richten würde, Private, wären wir immer noch auf dem Boot der Normandie. Okay. Genau.
Pearsons Trupp wurde bei Kasserin ausgelöscht, oder? Die Geschichte wiederholt sich. Hoffentlich nicht. Ich will wissen, was wirklich passiert. Ja. Nun, ich traue mich nicht, Turner zu fragen. Aber wenn es dich interessiert... Das war's? Das war die Todesfabrik? Die Mission lautet, die deutsche Artillerie gemeinsam auszuschalten. Aber wenn Pearson eine Möglichkeit sieht, wird er sie nutzen. Der Trupp ist ihm egal. Zwischen Turner und Pearson zieht ein Sturm auf. Und es wird immer schlimmer. Okay. Ja, okay, das war die Todesfabrik. Okay, jetzt könnten wir machen, der Hügel. Aber ich würde an der Stelle sagen, ey, wir sind jetzt angekommen bei knapp einer Stunde Bildmaterial. Habt ihr noch Bock auf COD? Also soll ich das weiterspielen oder sagt ihr euch eher so, ach nee, komm, war lustig, lass mal gut sein, spiel was anderes. Könnt es mir mal in die Kommentare schreiben. An der Stelle will ich mich von euch verabschieden. Macht's gut, euer Tornado. Ciao.